Freunde, Freunde, weiter geht's. Und ja, ich habe leider ein bisschen zu früh geklickt, deswegen sind wir jetzt schon mitten im Spiel. Also, D6 geht los und wir gucken uns das erstmal wieder an, was wir hier denn so haben. Aha. So, mal gucken, ob wir hier auch wieder eine halbe Stunde brauchen. Alter, muss man ja links reinspringen, sonst hat man keine Chance. Wenn man gerade springt, landet man in den Stein. Ei. Ach so. Ich habe schon auf die schwerere Stelle gewartet. Boah, das ist das ja scheiße hier, ey. Denn bei einer Minute macht man hier so einen scheiß Sprung hin. Ganz toll. Anstatt ihn irgendwie in der ersten Kurve zu machen oder so. Nö, ist ja egal. So, hier haben wir noch eine Brücke. Ist ja auch super. Ist ja auch erst bei einer Minute dann oder so, wenn man hier vernünftig durchkommt. So, ich weiß gar nicht, wo die ist. Sieht man gar nicht. Komm, dann fahren wir hier daneben lang. Ach, noch eine Brücke, alles klar. Immerhin gibt es ein Hinweisschild, dass hier was Blödes kommt. Ich fand, wir waren ziemlich gerade. Oh mein Gott. So, und dann ist dann auch irgendwo hier nochmal ein Ziel. Ach, noch ein Sprung. Noch ein Sprung. Schön. Ja, toll. Guck, hier. Können wir. Nur was danach kommt, ist dann immer komisch. So, und ein Ziel. Ach, das gibt's auch noch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Persönlicher Rekord. Ja, Wahnsinn. Oh Gott, wie sollen wir das denn schaffen? Und ich dachte, das wäre eben schon frustrierend. Jo, immer her damit. 1,56. Nicht so geil, ja? So, müssen wir uns tierisch konzentrieren, damit wir hier immer schön auf der Straße bleiben. Straße kann man es zwar auch nicht nennen, aber okay. Ach, Steine, alles klar. Boah, das wird schon wieder richtig scheiße hier werden, denke ich. Können wir die nicht überspringen, wobei die nächsten werden wahrscheinlich auch nicht geiler. So schon mal nicht, also da müssen wir ganz extrem links springen. Alles andere als optimal war das, aber... Oh wei. Ach, da war was. Waren wir schon so weit? Echt, Mensch. Und dabei kommen dann noch drei Stellen, die richtig doof sind. Oder vier, wenn man die Brücken doppelt rechnet. So, und hier findet man auch nicht irgendwie so
unbedingt den richtigen Weg. Das ist immer eher so links, rechts und hoffen, dass man nirgendwo gegenschlägt. Ach man. Immerhin die erste Hälfte des Rennens sind wir vorne und der Goldfahrer, der scheint auch wirklich schlagbar zu sein, wenn man hier nicht unbedingt auf der besten Linie fährt, aber halt keine groben Schnitzer macht. Also scheint alles möglich zu sein. Ach, mein Gott, aber wir sind ja 6 Minuten, die wir hier rumprobieren, das geht ja. Man ist ja Schlimmeres gewohnt, ne? Ja, da muss man aufpassen, dass man da nicht wirklich ins Fliegen kommt. Da ist nicht gut lenken in der Luft. Bremsen auch nicht. Wieso schafft er das immer so gerade zu springen, Mister? Und wir kommen doch mit Ach und Krach gerade mal rüber, immer mit ein oder zwei Reifen. Ach, guck mal, so geht das also. Ah, nicht so geil, ne? Aber was soll's, vielleicht haben wir ja bei den Resten mal Glück. So, Sprung und viel zu kurz. Oh nee, da muss man auch noch drauf achten, dass man da wirklich mit Schmackes rüberkommt. Also, das war auf jeden Fall der coolere Flug. Und der hier auch. Ach, lass mich doch in Ruhe, blöde Map. Wieso kommen wir da jetzt nicht mehr rüber? Können wir das mal jemand verraten? So, der war jetzt schön. Also da kann man aber am Anfang hier kann man wirklich ordentlich Zeit gut machen. Also wenn man da gut durchkommt, dann kommt man an dieser komischen Kehrtwende da, kommt man da mit ein bisschen Glück mit 2 Sekunden Vorsprung an. Hier bei dem Ding, was hier vorne jetzt ist. So, Achtung, gleich kommt der Sprung. Wir waren genauso schnell wie der. Hätten wir da nicht außen noch irgendwas mitgenommen, dann hätte es vielleicht sogar geklappt. Ja, sehr elegant. So, wenn man mit dem extrem nah an dem Rand fährt, dann verschwindet der übrigens, damit das nicht allzu sehr irritierend ist. Mensch, was sind wir ein Profi? Ach, jetzt kommen die beiden Brücken, ne? Jetzt geht's ja eigentlich erst richtig los. Ne, ach komm schon.
you! Weg! Ah. Aus dem Nichts holen wir uns dann hier die Golde. Ne. Sehr geil. Ah. Danke, danke, danke. Ja, D7. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir hier noch hinkommen. Schön. Dann gucken wir uns die doch auch nochmal an. Was? Aber sowas am Anfang hier, wenn da so ein bisschen was Leichtes ist. Was? Hä? Ich guck mir das mal an, was der macht. Der kommt. Ist da ein Checkpoint, unter dem man durch muss, oder was? Ach nee, einfach nur wenden. Kann man nicht hier wenden? Ah, okay. Vielleicht ein bisschen... Ach, komm, na dann halt nicht. Okay, mit quietschenden Reifen. Was? Ach, sogar richtig. Oh mein Gott, hast du so eine Bahn? Wir sahen geiler aus dabei. Ach komm, ab. Ach, vielleicht sollen wir auch da rechts direkt lang fahren. Oh, ist auch nicht so geil, ne? Oh Gott, 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 wo lang? Oh nein, können wir nicht unten auch? Wer hat diese Bäume da auch gepflanzt? Sind wir hier im Kaufhaus oder was? Oh Gott. Ja, klar, wenn das einmal geht, dann geht das auch zweimal. Aha. Hab ja ein bisschen Angst, ne? Oh Gott, wo geht's lang? Und jetzt? Und jetzt? Wo ist das Ziel? Wir sind vorne. Wo ist das Ziel? Da ist das Ziel. Oh, sauberst. Na, da haben wir ja gut improvisiert am Ende noch. Schön. Mehr davon. 46 Sekunden. Ach, guck mal, da ist schon wieder so ein geiler Transfer. Ich mag die Dinger. So, erstmal angucken. Ich würde sagen, wir müssen links. Der macht hier wieder prollig seine Beine, seine Doppeldrehung. So, wo geht's lang? Hier. Dann noch ein Transfer. Uiuiuiuiuiuiuiuiui, war das knapp. Was? Und wo geht's weiter? Oh Gott, haben wir Glück. Oh mein Gott. Ein Quicker. Oh, war das noch knapp. Meine Herren. Was eine Map. Alter. Was zum Henker?
Ja, sauber, auf Anhieb. Hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal kommt. Alles klar. Gut, dann machen wir nächste Folge weiter und dann geht's weiter mit D9. Bis dann.